nächste Generation der Jedi. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Nein! Sieh an, ein Lichtschwert. Ich war allein, Anders, ziemlich lange. Und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin, was ich bin. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Hey, BD-1. Ich bin Cal. Nimm die Laser aus meinem Essen! Dann sollte ich jetzt rausfinden, wer ich bin. Ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Marin, richtig? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber überleben. Wir passen uns an. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Führt die Order 66 aus. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Sie wird auch dich verraten. Niemand stoppt das Imperium. Der Schmerz hat mich nur stärker gemacht. So viel Hass. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Ich werde nie vergessen. Ich werde eure Lehren erhalten und euer Opfer ehren. Gemäß dem Recht des Rates, Cal Kestis, steh auf, Jedi-Ritter. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Und wohin jetzt? Verdammt. Wollte das Spiel in Englisch starten. Schätze ich, mache ich dann halt mal ein deutsches Intro auch. Warum schaut das so comic-mäßig aus, grafisch hier? Ich wollte es in Englisch starten. Ich werde es in Englisch durchspielen. Englisch klingt viel besser. Das habe ich jetzt extrem schon gemerkt. Okay. Kann man hier Sprache irgendwo ändern? Ach, verdammt. Das geben sie mir erst jetzt die Option. Toll. Audio wird ein bisschen laut sein, außer Dialog. Ja. Dann starten wir es halt mal ein bisschen ins Deutsche hinein. Ja. Hab viel mit Modding gemacht, werde auch viel mit Modding machen in diesem Spiel. Aber jetzt mal kurz hier das deutsche Intro und die Cutscenes ohne Facecam. So, starten wir halt mal schnell. Was? Okay, cool. Ja. Sure. Neue Reise starten.
extrem viel dramatische Musik. Sie haben sich für einen Comicbook-Look entschieden, kommt mir vor. Clone Wars-Look mehr so. Wie das Überrealistische von Jedi Fallen Order. Kann das sein oder kommt nur mir das so vor? Nicht viel Dialog bis jetzt. Doch keine niedrigen Grafiken gegeben haben, oder? Oh, die Haare. Sieht für mich sehr Borderlands-mäßig aus, zwischendurch. Was ja zwischendurch nicht was Schlechtes ist. Borderlands ist deswegen gut gealtert. Das ist der erste Eindruck mal. Dieser Bereich ist abgeriegelt. Nennt euer Anliegen. Zeit sie! Ich hab die Gerüchte nicht geglaubt. Ein Jedi! Und wir haben ihn lebend ergriffen. Der Senator erwartet uns. Sie können passieren. Wir wollen den Senator nicht warten lassen. Ja. Wärst du doch mit dem Rest deiner Leute gestorben, Verräter. Oh, Audio Glitch. Und wo ist die Übergabe? Docs. Solche Geschäfte macht man am besten im Dunkeln. Sicher. Aber was hält den Senator davon ab, uns den Gefangenen abzunehmen und uns in eine Skylane zu werfen? Er muss diese Sache geheim halten. Ja, alles klar. Er umgeht die Inquisitoren und überbietet Vader. Der Bursche treibt ein gefährliches Spiel. Genau wie wir. Oh, leicht ist da das. Ganz normal heutzutage. Okay, mal schauen. Optionen. Grafik, habe ich was verbockt? Nein, schaut gut aus. Den Schatten kann ich runtertreiben. V-Sync ist aus, Raytracing ist ein. Nicht großer Unterschied machen. Qualität. Okay. Dieser Bezirk ist abgeriegelt. Auf Befehl von Senator Sejan. Hier lang. Wir machen einen Umweg. Hast du dich verlaufen? Ich schau dich nur an. Eigentlich kann ich wieder weggehen. Oh nein, doch nicht. Oh nein. In einem Labyrinth. Das gefällt mir nicht. Halte dich an den Plan, das wird schon. Solange ich bezahlt werde. Ich habe nichts getan. Lass stoppen, weitergehen. Ich habe Rechte, wissen Sie? Gehen Sie freiwillig oder wir verhaften Sie. Wir sind Bürger, so können Sie uns nicht behandeln. Ja? Sagt wer? Oh, warum ist das deutsche Voice Acting immer so viel schlechter? Irgendwer muss ihn bezahlen. Was das Englische? So viel. Riesenunterschied. Genug in dieser Galaxis über die Runden zu kommen. Nicht, wenn man der Propaganda glaubt. Schwarze Gefangene. Das sind die Eckpfeiler des Imperiums. Aber wie können wir Fortschritte machen, wenn Terroristen unsere Heimat... Unglaublich, dass ich gleich einen Senator treffen werde. Heutzutage zeigt er sich kaum noch in der Öffentlichkeit. Gut, dass er für uns eine Ausnahme macht. Tja, wir haben etwas, das ihm die Gunst des Imperators verschafft. Ich seh's! Wen haben Sie am Kontrollpunkt schon gescannt? Ganz ruhig, Offizier. Der Senator sorgt nur dafür, dass alles einwandfrei läuft. Und schon geht's weiter. Kann man Lichtschwert bringen? Und wir ein bisschen schneller. Auf Befehl von Senator Sejan, ab sofort eine Ausgangssperre. Räumen Sie die Straßen und bleiben Sie bis auf Weiteres in Ihren Häusern. Jede Zuwiderhandlung führt zur Inhaftierung durch die Sicherheitspatrouillen.
hierher, Jedi. Der Rest von Ihnen bleibt hier. Das war nicht die Abmachung. Abmachungen ändern sich. Diese nicht. Ich komme mit. Oder wir gehen zu Fuß. Nur Sie. Die anderen müssen warten. Terrorist. Du lässt dich so von ihm nennen? Jetzt reicht's. Wo habt ihr ihn aufgespürt? Nachtmarkt. Er wollte eine Kiste mit Elektroprotonenbomben von einem schakrianischen Waffenhändler kaufen. Wie habt ihr es geschafft, ihn zu verhaften? Jedi müssen schlafen, genau wie wir. Sobald der Senator dich in die Finger bekommt, wirst du dir wünschen, du wärst tot. Ist immer schön, einen Fan zu treffen. Ob das Serie unter dem Outfit ist? Die Waffe? Ich geh bloß nur die Ecke. Oh. Kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Das ist meine Angelegenheit. Der Gefangene muss in einwandfreiem Zustand sein. Der Senator hat verlangt, dass ich ihm den Gefangenen lebend bringe. Und er atmet noch, oder nicht? Ah, Droiden. Aua. Ist der Sektor gesichert? Ja, Senator. Das will ich hoffen. Vaders Hunde schnüffeln ständig herum. Ein Jedi ist dieser Tage seltener Beute. Was haben Sie mir noch mitgebracht? Bezahlt den Mann. Es war mir eine Freude, Senator. Hoffentlich ist das nicht das letzte Mal, dass wir Geschäfte machen. Der abtrünnige Jedi Cal Kestis. Ihr habt euch bereits einen Namen gemacht. Sabotage von Waffenlagern. Stören von Versorgungslinien. Trägt offen das hier, sodass es jeder sehen kann. Der gescheiterte Putsch auf Norsit. Das war euer Werk, nicht wahr? Was wollt ihr, Senator? Ein Geständnis? Sie wissen, dass ich mit Saw Gerrera gearbeitet habe. Bevor ich euch dem Imperator übergeben werde, werdet ihr mich zu den restlichen Jedi führen. Das geht nicht. Es gibt nur noch mich. Widerstand ist völlig zwecklos. Ich werde es herausfinden, so oder so. Womöglich werden schon einige Worte dafür ausreichen. Doch da drin stehen mir einige andere Mittel zur Verfügung. Doch vielleicht verwende ich einfach das! Deines Meisters Lichtschwert. Jaro Tapol. Ein Verräter, wie ihr es seid. Eines Tages werden sich unsere Kinder wohl fragen, was ist das für ein Ding? Ein Relikt einer korrupten Institution, zerstört durch ihre eigene Arroganz. Arroganz ist eine Falle, in die viele von uns tappen, Senator. Ich bin sicher, der Imperator wird sich nicht daran stören, wenn ich euch in Einzelteilen übergebe. Was? Habt ihr wirklich geglaubt, ihr könntet mich gefangen nehmen? Sie haben streng geheime Militärinfos auf ihrer Yacht. Und sie haben sie direkt zu mir gebracht. Danke, BD. Dafür werdet ihr brennen. Das gehört mir. Haltet den Jedi auf! Oh yeah. Oh yeah. Blocken? Blocken gibt's. Hat sich verkackt. Ich kann ihn nicht. Oh, we got Paul. We got Paul. Oh, das war mal. Kommen Sie raus, dann reden wir. Komm schon, wir müssen nicht alle auf einmal. Setz mich ab! Einfach nicht! Verfolgt
No. Nice. Das ist cool, der Cruiser. Nicht so schnell, Senator. Und die Farben. Los, BD. Jetzt kommt er zu uns. EMP. Das wird ein bisschen eng. Oh, sehr eng. Festhalten! Typisch Carcast, das slidet nur rum. Alles okay. Kann passieren. Wir müssen zu dieser Yacht. Muscle up. Hey, wir malen unsere Fähigkeiten. Cool. Das war knapp, Kumpel. Das ist nicht dein Fehler. Wir holen die Yacht schon ein. Oh, ich hoffe, das Klettern ist ein bisschen besser. Ich muss kein L2 drücken anscheinend. Das war schon automatisch drinnen. Das hat mich genervt. Siehst du sie? Negativ. Mach Meldung. Was ist mit dem Gefangenen? Oder? Er ist gestürzt. Ich will eine Bestätigung, bevor die Kommunikation des Senators wieder online ist. Siehst du was? Noch nicht. In diesen Docks müsste mittlerweile ein ganzes Plan sein. Was war das? Wir müssen weg, BD. Ach, so ein Sturmtrupper. Sturmtrupper. Wir haben kein Ziel. Oh, der hat mich getroffen. Warten. Das hat sich falsch angefühlt. Was haben wir hier? Was zum Scannen? Ich kann sie nicht öffnen. Du hast nicht zufällig eine Lösung, oder? Gewalt? Nein. Geduld. Geduld ist die Lösung. Nein, keine Lösung hier. Keine Lösung. Wir müssen diese Yacht vor dem Imperium finden. Ja. Ein paar Minuten. Ich hab irgendwie ein Zahnarzt mit danach. Nope, das ist sich nicht ausgegangen. I don't know, wir kriegen Stims gleich von Anfang an. Das fühlt sich gut an. Alles neu freischalten wäre irgendwie bisschen dumm. Also es ist sehr cool, wenn wir alles von Anfang an haben. Informationen der Senator hat. Ich hoffe, sie sind das Risiko wert. Und nur stärker werden. Hoffnung nie auf, was, Kumpel? Aber ja, grafisch ist das ganz anders. Einen ganz anderen Flair schon. Ein bisschen weniger ernst und mehr Comic. Oh Gott, sliden. Haben wir das Ziel im Blick? Noch nicht. Vorwärts, los, los, los! Dort können wir uns ausruhen. Das ist ein schneller Weg zurück. Nein, schaut nach dem Weg nach vorne aus. Und du? Bitte nicht. Ich flehe sie an. Ich habe im Krieg gekämpft. Wohl kaum. Und jetzt verzieh dich. Befehl vom Senator. Es reicht. Er schießt ihn. Und im Krieg gekämpft. Oh, oh, deutsches Voice Acting. Sehr eklig. Nee. Das meine ich nicht so. Das meine ich gar nicht so. Das ist gar nicht so schlimm. Es gibt nur die Macht. Meditationspunkte. Das kennen wir. Ausruhen, alles klar. Fähigkeiten bauen. Schauen wir mal, was wir haben. Lichtschwert, Macht, Überleben. Okay, ich kann ein Lichtschwert auswählen für Punkte. Okay, ja. Okay, da sieht man schon ein paar Bäume. Was haben wir da? Ausfallender Schlag. Stoßangriff. Wird gelernt. Ah ja.
Das ist ziemlich typisch. Was haben wir gemacht am Anfang? Gesperrt. Gesperrt. Da gibt es anscheinend mehrere Fähigkeiten dann noch. Gehen wir mal eine Runde schlafen. Fühlst dich besser. I can make that right. Ich kann das schaffen. Schaut nur nach Collectible aus. Yeah. Schalter. Mehr Geduld. Hey, neue Karte. Ja, die gefällt mir besser, die Karte. Kann ich... Jacke, Bart, Frisur, wirklich. Aber ich habe noch nichts. Ich habe auch nur die Standard-Edition. Bart. Ja, zwei Stolpen. Da ein Stolpen. Ja, auf jeden Fall. Da kann ich nichts machen. Damit schaffe ich es, die Jacke anzupassen. Ah, schau. Es gibt mehrere Kleidungen hier schon. Das nehmen wir. Das ist Farbe. Warum nicht? Hose. Das ist auch Farbe. Alles in Blau. Sehr schön. Warum nicht? Nice. Schwarz, Blau. Dann schauen wir doch weiter. Ein bisschen. Nach wem suchen wir? Der Verdächtige ist männlich. Wurde zuletzt in Dock 27 gesehen. Und angeblich ist er ein Jedi. Sucht ihr mich, Kinder? Direkt durch. Schönes Ding. Wunderschöne Zeichnung. Lager von Obdachlosen. Wird es Neon sein? Irgendein seltenes Mineral, nehme ich an. Ja, wunderschön. Gepup. Ah, seine Stimme passt, wenn dann. Will nicht nur über Voice Acting in Deutsch mich beschweren. Was machst du hier? Hab mich verlaufen. Kannst du mir den Weg zeigen? Ist das der Weg? Okay, mit dem habe ich gerade nicht gerechnet. Shimming existiert noch. Holokarte habe ich schon gesehen, habe ich schon gesehen. Yep. Yep, 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 yep. Da ist die Yacht. Treibt immer noch dahin. Das ist die richtige Einstellung, BD. Wir schaffen das. Gehen wir nach unserer Schicht einen ab, Mem? Klar, ein Turbo-Tor könnte ich schon vertragen. Ich habe gehört, die machen sie aus Scratch. Das ist nur ein Gerücht. Schön. Was ist mit diesem Nudelhaus? Die Augurengasse hat geschlossen. Er wollte doch nur Nudeln. Nimm das! Halt den Abstand von ihm! Ich will befördert werden! Ja, das wird wohl nicht. Ich will befördert werden, sagt er. Oh, sorry, Bro. Ich sehe sie. Viele Verbrechen auf den Straßen zurzeit. Ah, das will ich auch schon machen. Jemand sollte ihn fangen. Erledigt den Eindringling. Oh yeah. Oh yeah. Holy hell, was war das? Oh. Kampfstil war. Ich fühle mich schwach, Baby. Nein. So, was ist das denn? Ah ja. Oder so. Er schießt ihn! Das rechte Taste. Ah! Ups. Oh, Block aus da. Ah!
Ah, weiß nicht. Funktioniert nicht so gut. Machen wir lieber das. Ah, oh, kein L2 mehr drücken beim Hopfen. Riesensieg. Wir sind bald da. Alles klar bei dir, BD? Ich nach unten sehen. Wenn mein erster Fall tot. Hab dich, Verräter. Ja. Sehr. Wo warst du so lange? Ach, ich hab ein bisschen rumgehangen und die Aussicht genossen. Ist eine Weile her, dass ich auf Coruscant war. Hm. Danke, Baut. Dafür bin ich hier, Kestis. Kennt man den? Als ich das Dock einstürzen sah, dachte ich, dieser Raub wäre schnell vorbei. Warum sollten wir es ihnen einfach machen? Ha! Wo ist die Crew? Unterwegs zur Yacht. Wir treffen sie dort. Oh, und Bravo will Funkstille. Funkstille? Bravo kennt sich aus. Schneller Weg runter. Yep. Coop und Liz haben sicher schon Hunger. Hungrige Klatuinianer. Das wollen wir nicht. Erinnere mich, dir irgendwann von dem Job auf Corrida zu erzählen. Anscheinend hat diese Fabrik die Yacht gestoppt. Ich würde das als einen Erfolg bezeichnen. Keine Kanonenboote. Die Crew macht wohl Unfug. Lassen wir sie besser nicht warten. Und ich lasse euch warten. Ich bin fertig hier. Das. Zizi. Deutsche Intro halt. Deutsche Intro. Ich werde das Spiel in Englisch let's playen und so viele Mods rauffahren wie möglich, wenn es so viel am Anfang geben wird, was ich glaube. Es gibt jetzt schon zwei, nur Skipping Intro, ja, Mods. Jetzt muss ich alles ins Englisch wechseln und neu starten. Yo, peace out.